Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer F1 2023 Fahrerkarriere mit Charlie Kelly. Heute zum 18. Rennen schon unserer ersten Saison. Es geht nach Katar, neue Strecke und das gleich mit einem Sprintwochenende. Bedeutet viele Rennkilometer, auf denen man sich hier die neue Strecke gut einprägen kann. Andererseits bedeutet es aber auch, es gab vor dem Qualifying, in dem wir jetzt hier drin sind, und das war eigentlich außerhalb der Track Limits, aber okay. Nur eine Trainingssession vorm Qualifying. Hoffentlich wird es trotzdem für ein ganz gutes Ergebnis reichen. Im Training konnte ich weder das Ziel ERS-Management noch das Ziel Rennstrategie erfüllen. Also auf 100er KI könnte es heute anspruchsvoll werden. Hier im Qualifying sieht die erste Runde ja ganz vielversprechend aus. Lasst auch heute gerne wieder einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo, um nichts mehr zu verpassen. Nach wie vor sind wir hier in der Karriere das sechstbeste Team, wie schon zuletzt in Japan. Lando Norris mit dem McLaren und auch Aston Martin, die sind knapp vor uns. Und dann eben die großen Teams, ne? Mercedes, Red Bull und Ferrari. Und ja, sieht aber trotzdem erstmal ganz gut aus. 22,4 von uns, 22,4 von unserem Teamkollegen. Müssen wir nochmal rausfahren, ist die Frage. Ja, wahrscheinlich schon, denn das ist doch 4 Zehnte, das ist schon eher knapp. Gehen wir da das Risiko ein, hier im Sprintwochenende? Weiß ich jetzt nicht. Ich denke... wir werden nochmal raus müssen. So, zweite Runde im ersten Qualifying hier. In der Wüste, ich denke, mit dieser zumindest kleinen Verbesserung werden wir dann aber auch auf jeden Fall in Q2 dabei sein. Und ich hoffe, unser Teamkollege wird das Ganze auch noch schaffen. Wir wurden nur 12. am Ende, aber Albon auch 13. Also beide zumindest in Q2. Ob Q3 hier heute drin ist, ja, es sieht zumindest schwierig aus. Abstände sind noch einigermaßen gering, ja, da fehlt nur ein Zehntel, aber trotzdem, das wird schon hart, die Konkurrenz ist gut drauf und ja, ich fahre die Strecke halt zum ersten Mal. So, unsere entscheidende Runde in Q2, die erste war auf gebrauchten Reifen, die zweite mit natürlich der erwartungsgemäßen und auch notwendigen Verbesserung. Albon ist, wie es aussieht, raus. Wie sieht es bei uns aus? Schaffen wir den Sprung noch in Q3, ja oder nein? Ich glaube, es ist eine knappe Nummer, es könnte aber gereicht haben. Siebter! Wahnsinn! Siebter Platz im Qualifying in Q2. Damit sind wir in Q3 dabei. Für welchen Platz? Oder wer ist ein... Wir haben Perez rausgehauen. Alter, bei dem läuft es so gut seit... keine Ahnung. Wo hat es denn angefangen? Zandvoort? Zandvoort, Italien, Singapur, Japan... Und jetzt hier das Aus in Q2. Unglaublich, wie schlecht es bei Sergio Perez läuft. Das ist geisteskrank. Es ist einfach nur geisteskrank. So, entscheidende Runde jetzt hier auch. Die letzten Kurven in Q3. Auch hier die erste Runde auf gebrauchten Reifen. Fühlte sich alles nicht ganz so schnell an wie in Q2. Aber wenn es hier für den 9. oder vielleicht sogar 8. Platz reicht, dann wäre das schon... ein toller Erfolg. Gucken wir mal, ob es am Ende noch für eine Verbesserung gereicht hat. Q3 an sich ist schon ein Erfolg. Ja, dann ist es am Ende der 10. Kann ich voll mitleben. Carlos Sainz wieder mal von der Pole. Ferrari wieder einmal die Doppelpole. Unfassbar knapp. 2000stel. Trennen Leclerc, aber meistens gewinnt der Monegasse dann ja trotzdem. Zuletzt in Japan hat ja dank unserer Hilfe Hamilton gewonnen. Für ein bisschen Abwechslung zumindest mal. Ja, am Ende ist es bei uns auch unten sehr, sehr knapp. Der 9. Platz wäre drin gewesen. Schade. Zentimeter entschieden, dass wir am Ende leider nur 10. werden. Ist aber auch okay. Wir haben den Sprint. Wir haben das Rennen, Lando Norris unfassbar stark auf der 3, Max auf der 4, der WM-Zweite. Er muss irgendwie jetzt hier in den letzten 6 Rennen der Saison nochmal zulegen. Heute beim Sprintrennen geht es nur um Geschwindigkeit. Nicht sehr viele Runden und keine Chance mit Strategie zu gewinnen. Wer hat heute das Zeug dazu, allein durch sein Können zu siegen? Kommen wir nun zur Startreihenfolge für das heutige Sprintrennen. Wir haben Carlos Sainz auf der Pole und Charles Leclerc steht auf P2. Im Rest der Startaufstellung haben wir Norris, Verstappen, Hamilton, Fernando Alonso,
Russell, Gasly, Magnussen, Kelly, Perez, Oscar Piastri, Albon, Ocon, Bottas, Hülkenberg, Joe, Stroll, Tsunoda und Nick de Vries. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Hallo Stefan, ich bin neugierig. Als jemand, der selbst schon auf der Strecke war, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man seine Startposition einnimmt? Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Ja, da man vor dem Rennen oder vor dem Sprint, der gesagt, keine Gridstrafen nehmen kann, bleiben wir auf P10, starten auf Soft und werden auf Soft auch durchfahren. Der Rest des Feldes, die allermeisten auf Soft, zwei auf Medium, das sind die beiden Red Bull. Okay, Perez direkt hinter uns, der muss um seinen Platz kämpfen, ganz ehrlich. Also der muss richtig um seinen aktuellen Platz bei Red Bull kämpfen, weil die letzten, ich habe es aufgezählt, ne, seit Sandford, waren die Ergebnisse und das, was er gezeigt hat, echt sehr, sehr durchwachsen. Ist echt lang, die Zielgerade. Ne? Ist ja auch die einzige DRS-Zone hier auf der Strecke. Bin mal gespannt, wie gut man hier überholen kann. Bin auch sehr gespannt, wie die Softs durchhalten. Also ich hatte auf hart das Gefühl im Training, dass die Reifen hier schon ziemlich stark rangenommen werden. Aber das war auch am Tag das Training. Das ist schon Unterschied jetzt hier von den Temperaturen in der Nacht. So, da kommen sie jetzt, die fünf roten Lichter hier in Katar in der Wüste. Rein geht es in den Sprint. Nicht meine beste Reaktionszeit, aber dennoch ein sehr guter Start. Wieder einmal, muss man sagen. Ja, dann da ein bisschen zu vorsichtig, aber ich denke, das ist okay, wenn man das erste Mal auf einer neuen Strecke unterwegs ist. Boah, Gasly, hui, das war knapp, gerade so konnte ich da noch eine Berührung verhindern. Hinter uns natürlich Sergio Perez im Red Bull, im schnelleren Auto, auf Reifen, die vor allem später im Rennen einen großen Vorteil haben werden. Und jetzt ist er hier auch schon neben uns so ein bisschen, noch können wir das Ganze verteidigen. Punkte gibt es im Sprint ja erst ab P8. Für uns geht es natürlich aber trotzdem primär auch eine... Upsala, da habe ich zu sehr auf die Position geguckt und nicht auf die Strecke. Eine gute Startposition für den Haupt-Grand Prix dann herauszufahren. Albon ja auf 12 gestartet, aktuell auch noch 12, also noch nicht viele Veränderungen. Leclerc wurde durchgereicht. Charles Leclerc wird mächtig durchgereicht gerade und Albon, der greift hier mal eben den Red Bull von Perez an. Nicht schlecht. Ja, ich habe keine Ahnung, wie wir so Topspeed technisch im Vergleich zur KI dastehen. Ich weiß nur, dass wir gerade Probleme haben, an Gasly dran zu bleiben. Und Charles Leclerc hat auch seine Probleme da heute. Ja, ich denke, wir werden gleich Perez mal vorbeiziehen lassen. Der ist deutlich schneller als wir. Und dann gucken wir mal, ob wir uns von ihm mitziehen lassen können, um da wieder näher ranzukommen. Weil wir selbst können es gerade nicht. Na, der Red Bull ist nicht so mega schnell auf der Geraden. Aber ich möchte ihn nicht angreifen. Oh, zu viele Fehler hier gerade. Unsere Reifen sind auch schon echt sehr gut abgenutzt. Also dafür, dass wir gerade zwei Runden gefahren sind. 20%. Temperaturen sehen gut aus. 20%, das ist schon nicht wenig, ne? Das könnte ganz knapp reichen fürs DRS von Sergio Perez. Wäre wichtig. Ey, Grip ist nicht da. Grip ist nicht da. Also ich glaube, man kann nach drei Runden schon sagen, der Medium wäre wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen. Ja, Alba macht jetzt auch richtig Druck von hinten. Sind längst raus aus dem DRS von Perez. Unser Teamkollege wird uns gleich auf der Start-Zielgeraden überholen und da werden wir dann natürlich uns jetzt auch nicht wehren oder etwas dergleichen. Ich würde sogar hier ihm die Ideallinie geben. Ja, Bottas kommt jetzt von hinten auch noch angeschossen. Boah, was ein Überschuss von Valtteri Bottas. Ne, wir können hier nicht mithalten. Stand jetzt können wir absolut nicht mithalten. Bottas jetzt auch
im Windschatten von Albon. Hat auch da die Gelegenheit vorbeizuziehen, währenddessen vorne auch Perez gegen Magnussen eine Position gut macht. Zu zweit geht es hier durch die Kurven für Bottas und unseren Teamkollegen und natürlich von hinten kriegen wir auch mächtig Druck. Jeff sagt, Reifen noch im guten Zustand. Das waren sie schon seit nach zwei Runden nicht mehr. Aber immer wenn er das sagt, heißt das, jetzt brechen die Reifen erst richtig ein. Also ja, könnten spannende letzte 4,5 Runden werden. Da kommt jetzt auch der Angriff gegen uns. Gelbe Flagge vorne hat Hamilton, da rennen sie erst raus. Okay, sehr bitter. DNF im Sprint bedeutet, er wird von ganz hinten im Hauptrennen starten. Ich wollte eigentlich sagen, hat sich Perez wieder rausgedreht. Aber nein, heute keine weiteren Schwierigkeiten beim Mexikaner. Ja, der Nächste, der uns einfach überholen wird. Piastri wird einfach vorbeischießen. Wir haben kein Pace auf der Geraden. Und noch dazu einen geisteskranken Reifenabrieb. Also eigentlich ein komplett beschissenes Setup, könnte man so ungefähr sagen. Ja, wahrscheinlich geht es jetzt einfach Runde für Runde hier noch so weiter. Lance Stroll ballert einfach an uns vorbei. Katastrophe, also der Soft kommt für uns im Rennen definitiv nicht in Frage, den zu verwenden. Jetzt muss ich hier aufpassen, dass ich nicht noch mich und Su hier abschieße. Den werden wir nicht benutzen. Das kannst du vergessen. Das kannst du völlig vergessen. Funktioniert überhaupt nicht bei mir. Ja, Abnutzung am Motor kommt auch noch dazu. Also stark, 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 stark. Das ist ein super Sprint. Hat richtig Spaß gemacht bis jetzt. So, letzte Rennrunde. Ja, Zu ballert auch einfach vorbei. Einfach vorbei, der Mann. Ja, vielleicht kriegen wir den ja nochmal gekontert hier in der letzten Runde. Irgendwie, irgendwo. Ja, ne, vergiss es, vergiss es. Wir haben keinen Grip. Wir haben keinen Grip. Hülkenberg und Zu lauern auch noch hinter uns. Können froh sein, wenn wir 16. werden. So, letzten Meter. Das kriegen wir hoffentlich noch. Oh nee, die Ziellinie ist weit hinten. Nee, wir werden nicht 15. Nee, das wird nix. Der wird nur vorbeiziehen, ja. Ich glaube, wir waren noch 14 oder also 17. glaube ich. Geil. Geiler Samstag. Katastrophensamstag nach starkem Freitag. Also der Soft war eine absolute Katastrophe. Charles Leclerc am Ende doch noch Zweiter, arbeitet sich zurück. Max Verstappen verliert natürlich. Perez, bei dem haben die Mediums super funktioniert. Nach dem schlechten Freitag hier ein starkes Comeback. Bei uns war es genau andersrum. Stark auch von Albon von 13 auf 10. Richtig, richtig gut. Ja, und wir müssen gucken, dass wir morgen irgendwie hier nochmal zurückkommen, weil das war hier heute gar nichts. Es war eine absolute No-Show. Strategie falsch, Auto irgendwie kacke. Also, ja, mal gucken, was geht. Wir starten rein in den Grand Prix von Katar. Willkommen zurück in Katar auf dem Lusail International Circuit. Diese Strecke kann auf eine lange Geschichte im zweirädrigen Motorsport zurückblicken. Doch 2021 gewann Lewis Hamilton hier in einem spektakulären Kampf gegen Max Verstappen. Wer wird sich heute den Sieg holen? Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Carlos Sainz von der Pole. Und daneben steht Charles Leclerc. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Norris, Fernando Alonso, Verstappen, Russell, Perez, Magnussen, Gasly, Albon, Bottas, Oscar Piastri, Stroll, Joe, Hülkenberg, De Vries, Ocon, Tsunoda, Hamilton und Kelly. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke.
Ja, ich habe mich dazu entschlossen, wenn wir schon so weit hinten starten, dann können wir auch gleich von ganz hinten starten, ob wir jetzt 17. oder 20. starten, ob wir jetzt Hamilton direkt hinter uns haben zum Start oder er vor uns ist, ist dann auch egal. Deshalb habe ich Gridstrafen genommen, wir haben nochmal ein neues Getriebe und einen neuen Motor drin. Das sind die beiden Teile, wo wir sowieso nochmal hätten Gridstrafen nehmen müssen. Haben wir damit jetzt geschafft und ich hoffe, dass wir dann auch durch sind, was das Thema Gridstrafen für diese Saison angeht. Medium Hard, das ist unsere Strategie. Ich habe hier die Medium Soft, die für mich nicht in Frage kommt, weil 11 Runden Soft auf keinen Fall. Die platzen ja bei mir. Habe ich mal aufgemacht, weil, ganz interessant, die KI scheint Soft Medium zu fahren, weil die starten richtig viele auf Soft, einige auf Medium. Könnte ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, was so ein kleiner Trugschluss bei mir aus dem sonnigen Training war, ich habe die Reifendrücke hier zu tief. Also bei den Softs war das schon extrem. Wir gehen da jetzt mal ein bisschen Risiko. Das sollte dennoch eigentlich passen. Gehen da nochmal ein bisschen hoch und dann gehen wir mit Medium Hard ins Rennen. Neuer Motor, neues Getriebe, der Rest ist gleich geblieben. Und ja, mal gucken, was hier heute geht. Punkte wäre überambitioniertes Ziel. Aber auf jeden Fall nochmal nach vorne zu arbeiten, ist das Ziel. So, ein letztes Mal, oder ein zweites Mal, zweites und letztes Mal rein in die Startformation. Und dann, wenn Lewis Hamilton hier aufsteht, dann geht es los in den großen Preis von Katar. Wir brauchen, ja, einfach ein gutes Rennen, um diesen bitteren Samstag und auch einfach schlechten Samstag vergessen zu machen. Dafür wäre ein guter Start schon mal nicht verkehrt. Jetzt müssen die anderen Fahrer ohne das 50-Meter-Schild leben. Das musst du dran glauben. Lieber das als mein Frontflügel. Ja, noch könnten wir hier nichts gut machen. Ich bin auch mal gespannt, ob wir auch mit dem Medium und dem harten Reifen irgendwann Probleme bekommen, was die Abnutzung angeht. Weil, ja, grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass auch das bei uns ein Problem werden könnte. Ich weiß nicht, ob ich hier der Einzige bin, der so große Probleme mit dem Reifenabrieb hat. Ja, perfekt. Oder ob auch andere oder ob ihr da auch solche Erfahrungen gemacht habt, gerne in die Kommentare schreiben, wenn das der Fall sein sollte. Aber ja, ist schon ein bisschen auffällig, sagen wir mal, dass ich da scheinbar nicht so den gleichen Abrieb habe wie die KI. Weil die kann ja ganz entspannt hier 10 Runden auf Soft fahren, was für mich schon hart an der Grenze war. Und ich denke, das liegt nicht nur am Setup. Jetzt gucken wir mal, ob es hier heute ein ganz einsames Rennen ganz hinten wird oder ob wir jetzt hier gleich nochmal ein bisschen aufholen können. So, da vorne Tsunoda, Nick de Vries und Hamilton im Duell. Kennt sich ja gut aus dem Mercedes-Team, Nick de Vries. Ja, ich würde sagen, mehrere Jahre dritter Fahrer gewesen, oder? Kann das sein? Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube ja. Ja, kommt er mit einem Easy dran vorbei. Und wir kommen irgendwie gar nicht mal so gut an hier die beiden Alpha Tauri ran. Und ihr wisst es, die sind mit Abstand das schlechteste Auto. Oh, gelbe Flagge. Nick de Vries. Ja, nee, passt. Passt, Nick. Alles gut, rote Flagge. Digga, was war das denn? Da vorne Ocon und irgendwer. Das war das eigentliche Problem. Oh nein, Albon ist es. Albon ist es, ja. Bitter. Und dann Nick de Vries mit dem Fehler. Okay, das ist ein kostenloser Stop, also sollten wir unsere Strategie für den Rest des Rennens genau überdenken. Okay. Können wir hart durchziehen? Fragezeichen? Ich weiß es nicht, aber wenn es möglich ist, würde ich es fast probieren. 16 Runden. Ich würde das Risiko fast eingehen, hart zu starten jetzt und einfach gucken, ob es geht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht geht, weil ich hatte schon Probleme mit den Harten, auch im Training habe ich einen Longstint gefahren und die sind irgendwann eingebrochen. Irgendwann relativ zeitig. Aber ja, wir könnten natürlich jetzt auch einfach weiterfahren und dann so wie zuvor in Runde 14 stoppen. Wird natürlich auch gehen. Die Softstarter, weiß ich nicht, was die jetzt machen. Ist eine spannende Situation, so eine frühe rote Flagge. Und ist das schon unsere dritte in dieser Karriere. Ist natürlich heftig. Ja, probieren wir es auch. Also wir können am Ende eh nochmal zurückwechseln auf die Mediums. So ist ja nicht das Problem.
Aber sonst würden wir die rote Flagge halt jetzt hier null ausnutzen, wenn wir nicht gerade jetzt auf die harten gehen. Und dann einfach mal gucken. Dann kannst du zum Not nochmal ein paar Runden soft am Ende machen. Aber ich würde den Gamble jetzt schon eingehen, dass wir da auf die harten gehen. Und dann gucken wir mal, ob man das durchziehen könnte. Ja, ich würde sagen, wir gehen rein. So, auf geht es. Let's go, die fünf roten Lichter. Und es geht weiter. Ocon konnte weiterfahren. Nur Albon mit dem DNF. Das ist natürlich auch hier der zweite Start. Wichtig, den nicht zu verkacken. Diesmal ein bisschen besser im Anbremsen gewesen. Aber jetzt zu dritt hier. Mit Ocon und den Alpha Tauri. Leichte Berührung hinten, Ocon. Und da innen ist immer noch der Alpha Tauri. Boah, gar nicht so leicht auf einer neuen Strecke, so mit dem Feinden, finde ich auch. Nick de Vries immer noch vor uns. Das würde ich ja gerne schnell ändern. Hier wird es wieder eng. Aber wie es aussieht, also entweder vielleicht haben die sich neue Softs abgeholt. Das könnte auch Sinn ergeben aus deren Sicht. Dass die jetzt einfach neue Softs am Start haben. Und ja, somit schon einen Boxenstopp einfach kostenlos mitgenommen haben. Ja, wir werden natürlich jetzt hier auf den harten Reifen nicht viel gegen deren Softs machen. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ergibt auch überhaupt keinen Sinn, wenn wir jetzt hier nach vorne gucken. Einfach auf die Reifen blicken, ja, versuchen wieder die Strecke ein bisschen richtig zu fahren. Und dann, ja, einfach gucken, dass wir die Reifen hier irgendwie durchbekommen. Punkte wird so oder so, selbst wenn wir keinen Boxenstopp machen müssten, schwierig. Aber ja, mal gucken. Mal gucken. Wir werden es einfach angucken. Wir werden jetzt hier nicht fighten. Ja, die sind einfach schneller. Die sind schneller auf den Softs. Da können wir nichts machen. Aber was wir natürlich probieren, ist einfach unsere Pace einigermaßen halten. Und ja, die Reifen etwas schonen. Denn im Idealfall machen wir heute keinen einzigen Boxenstopp. Das wird aber eine Mammutaufgabe. Schon wieder gelb. Ein Ferrari hat sich rausgedreht. Wer ist es? Ist es Leclerc? Es ist Leclerc, es ist der WM-Führende. Das kann natürlich hier heute die Weltmeisterschaft einmal komplett auf den Kopf stellen. Weil ich weiß nicht, ob Max Verstappen da nicht vielleicht sogar der Zweitplatzierte ist. Könnte gut sein. Charles Leclerc mit dem Fehler, wie es aussieht. Und damit erstmal Letzter. Ja, ich denke, Charles Leclerc wird dann jetzt hier auf Startziel an uns vorbei ballern. Bin mal gespannt, wie lange die jetzt hier auf ihren Softs fahren. Also ich, wie gesagt, ich tippe, die haben alle neue Softs. Aber ich kann es ja auch einfach mal erfahren. Alte. Okay, sag nicht, wie viele Rundenzeiten die, oder wie viele Runden die schon haben, die Softs. Ja, kann ich also nur vermuten, dass die bei der roten Flagge neue Softs draufgenommen haben. Ja, ich sag ehrlich, durchfahren wird, glaube ich, sehr, sehr schwer. Okay, bei Leclerc hat er jetzt gesagt, 6 Runden alt, also das passt ja, Runde 5. War, glaube ich, auch der Restart. Ja, das passt, also die haben sich neue Reifen geholt. Werden natürlich dadurch ihren Boxenstopp etwas verschieben können. Wahrscheinlich dann auf Mediums, denke ich mal. Ja, und auf was und wann wir reingehen. Guck mal, wir haben jetzt schon Gripverlust, angeblich. Es ist geistes, also sorry, das ist nicht richtig. Also ich kann damit leben, dass diese Strecke hier scheinbar noch nicht so ganz ausgereift ist im Spiel, weil sie ist halt neu im Spiel, aber also der Reifenverschleiß passt ja überhaupt nicht zwischen Mensch und KI, also 40%. Guckt euch unsere Reifentemperaturen an. Die sind warm, aber nicht ultra warm. Und wir haben es ja auch, wo ich auf ultra niedrigen Reifendruck im Sprint gefahren bin. Hatten wir ja genau das gleiche Problem. Also, ja, das passt nicht. Das passt einfach nicht. So, Jeff mit alternativen Strategie. Runde 20 Softs könnten wir machen. 9 Runden Softs wird irgendwie gehen. Ja, mehr würde ich den Softs aber nicht. Ja, wir haben verwendete Softs auch noch, fällt mir gerade ein. Also eigentlich eher 8 Runden Softs. Also eher Runde 21.
Aber ich habe keine Ahnung, ob bis dahin die harten halten. Was ich jetzt aber sehe, die Softs der KI brechen dann jetzt auch ein. Zumindest schneller als Nyck de Vries sind wir aktuell. Und Charles Leclerc verabschiedet sich an die Box. Gerade hatte er noch Yuki Tsunoda überholt, wenn ich es richtig gesehen habe. Jetzt ist er der Erste an der Box. Ja, für ihn scheint das Rennen gelaufen. Welche Reifen geht er auf harte tatsächlich? Bin ich mal gespannt, ob der Rest das auch so machen wird. Wie viele Runden fährt er jetzt auf hart? Ja, 15, so wie wir es ja eigentlich auch geplant hatten, wären wir ganz normal ja ohne rote Flagge gefahren. So, Carlos Sainz auch an der Box, der erste Mercedes an der Box. Nyck de Vries fährt weiter vor uns her. Können wir ihn jetzt überholen hier mit DRS? Sollte das eigentlich klappen. Auch Hamilton holt sich die Harten ab. Ich denke, Carlos Sainz dann auch, der aktuell dieses Rennen anführt. Ja, wir sind tatsächlich an Nyck de Vries vorbei. Juhu. Es würde mich echt nicht wundern, wenn auch die KI hier heute irgendjemanden Platten noch bekommt. Weil ich glaube, die extenden gerade die Reifen auch extrem. Also, dass die so langsam auf Softs irgendwann werden, das habe ich lange nicht mehr gesehen. Jetzt gehen viele rein, aber auch noch nicht alle. Carlos Sainz neben uns. Der Führende. Ja, habe ich ihm zu wenig Platz gelassen. Ja, aber guckt doch auch auf unsere Reifen, ne? Also, ich werde hier auch fahren, bis die 80% haben und dann wird es wahrscheinlich immer noch nicht für den Wechsel auf Soft reichen, sondern dann müssen wir wahrscheinlich auf Medium gehen. Das ist schon alles schlecht. Und die Medium haben wir benutzt, ne? Also es ist kein frischer. Aber wir kriegen halt auch keine frischen Softs und ich weiß nicht, wie viel Prozent die haben. Das wäre echt mal ein cooles Feature, sage ich, wie es ist. Einfach nur das hier hinter dem verwendet, in den Klammern, nochmal einfach die Prozentzahl der Reifen drin steht, weil ich weiß es nicht. Also, ich glaube, unsere wenigsten benutzten dürften so 8% haben. Würde ich mal tippen. Aber wir haben halt auch welche mit 16%. Das weiß ich halt auch. Oder wir haben auch welche mit 80% aus dem Sprint. Also, könnten ja jetzt auch die 80% Reifen aus dem Sprint sein. In F1, im Spiel ist vieles möglich. Max Verstappen jetzt übrigens 4 Sekunden hinter uns. War, ja, der Alpha Tauri war an der Box. Und Tsunoda geht jetzt auch rein, okay. Perez vorne auch an der Box. Ist Max Verstappen der vordere Ferrari? Ja, dürfte er sein, ne? Müsste er eigentlich sein. Dann könnte es in der WM wieder etwas spannender werden zwischen, zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc. Weil Charles Leclerc, ich denke nicht, dass der heute hier noch Punkte holen kann. Okay, noch eine neue Rennstrategie von Jeff. Diese Runde oder nächste Runde Medium. Hört sich vernünftig an. Wir haben jetzt gleich 80% vorne. Also, ich denke, die eine werden wir jetzt noch riskieren, aber dann müssen wir zurück auf unser Medium gehen. So scheiße wie das ist, müssen wir dann machen. Müssen wir dann machen. Vorne Gasly jetzt als Medium-Fahrer, wie es aussieht an der Box. Wir haben jetzt hier das DRS, ja, und absolut gar kein Grip mehr. Also klar, die ziehen jetzt natürlich alle an uns vorbei. Lewis Hamilton ist einfach hinter Russell direkt. Stark, starkes Comeback von Lewis Hamilton. Also der Japan-Sieg scheint ihn echt beflügelt zu haben. Und Charles Leclerc stand jetzt ins Loch getrieben. So, jetzt geht er auch vorbei, der Lewis hier. Ganz easy über den Grip verteilen. Hätte der uns auch außenrum überholen können. So, 80% auf dem Reifen. Here we go. Reifenplatzer ab jetzt absolut realistisch. Die KI ist scheinbar ohne jeglichen Platzer davongekommen. Aber bei uns ist es auf jeden Fall noch drin. Ja, und ich denke, dann werden wir als Letzter rauskommen. Und keine Ahnung, wie die Mediums dann performen werden. Also ich erwarte hier heute nicht. Oh, wir haben Platten. Ey, Digga, es kommt doch alles zusammen. Es kommt doch alles zusammen, ne? Ja. Jetzt müssen wir noch in die Box zurückrobben. Na klar, ja, Bro. Ich brauche keine neue Strategie. Wir gehen auf den Medium. Ist doch okay. Gut, es ist zumindest nur ein... Ja, es ist schon Platten, aber mehr Richtung Flatspot. Und nicht so, dass man nicht mehr fahren könnte. Ah, perfekt. Okay, das wusste ich nicht. Nee, dann nehme ich mir jetzt eine Rückblende.
ich wusste nicht, dass wenn man mit Boxenassistent fährt, der gegen die Wand ballern kann. Also, das wusste ich ja jetzt auch nicht. Ist für mich okay, dass er es kann. Alles gut. Aber das wusste ich nicht. Das nehme ich nicht in Kauf. Also, ich glaube, dann ist es auch mal okay, hier eine Rückblende einzusetzen. Ja, wir holen uns jetzt verwendete Mediums ab. Ich denke, wir werden hier heute den letzten Platz vielleicht noch mit Nick de Vries zusammen unter uns ausmachen. Aber mehr auf gar keinen Fall. Katastrophales Wochenende. Es ist so gut angefangen. Also, ja, ich weiß noch nicht. Also, Strecke ist eigentlich an sich ganz cool, ne? Ich weiß halt nicht, ob nur... Oh, nur 4% haben die. Geil. Dann sind das andere Mediums als die, die wir vorhin gefahren sind, glaube ich. Oder? Die hatten doch nicht nur 4%, die, mit denen wir gestartet sind, oder? Das kann ich mir ja irgendwie nicht vorstellen. Naja, was ich eigentlich sagen wollte, ich weiß jetzt nicht, ob es nur das Problem ist hier... KI-Differenz zwischen... Von Qualifying zu Rennen und zum Sprint. Ob da einfach nur die KI nicht richtig gebalanced ist, weil im Qualifying sind wir ja Siebter geworden. Klar, auf eine Runde kannst du schneller mal überperformen als hier auf 20. Aber da war das ja eigentlich ein normales Ergebnis so für uns, muss man ja ehrlich sagen. Vielleicht ein bisschen überperformt, aber die Runde war auch schon wirklich sehr, sehr auf dem Punkt, die ich da gezeigt hatte in Q2, und dann sind wir am Ende ja auch nur Zehnter geworden. So ist es ja nicht, also das war ja ein normales Ergebnis in dem Sinne. Und ja, dann ging im Sprint, würde ich sagen, aufgrund der Reifenwahl nichts. Und jetzt hier im Rennen habe ich halt das Gefühl, dass wir absolut nicht ansatzweise den gleichen Reifenabrieb haben wie die KI. Was dann halt einen riesen Unterschied in diesem Formel 1 Spiel macht, weil du einfach ja auf gute Reifen in diesem Jahr komplett angewiesen bist. Ja, nicht umsonst ist der Undercut hier immer besser als der Overcut in den allermeisten Fällen. Deshalb, ich würde sagen, da muss die Strecke nochmal ein bisschen angepasst werden, weil so ist sie Stand jetzt, finde ich, nicht wirklich auf gleicher KI-Stufe wie die anderen zu fahren. Und eigentlich ist KI-Balancing in diesem Spiel, finde ich, überragend. Also im Vergleich zum letzten Spiel ist das Unterschied von Tag und Nacht. Im letzten Spiel hat man in jedem Rennen eine unterschiedliche KI gehabt. Das weiß ich ganz genau. Da habe ich immer mir die Videos aus der letzten Saison angucken müssen, um herauszufinden, auf welcher KI ich jetzt auf der nächsten Strecke fahren musste. Und hier sind wir fast die ganze Saison auf der gleichen KI-Stufe unterwegs. Also das ist schon, ja, ein deutlicher Fortschritt, heute ein enttäuschendes Ergebnis. Aber wie gesagt, ich glaube, hier auf der Strecke kann EA noch mal ein bisschen was überarbeiten. Boah, Alter, schnellster letzter Sektor. Können wir hier noch jemanden die schnellste Rennrunde klauen? Das wäre ja auch ganz lustig. Oh, Gabe. Scheint wohl jemand auszuscheiden. Guan Yuzhu, oder? Noch ein DNF hier neben Albon, ja. Su ist raus. Safety Car würde ich mitnehmen. Aber ich denke nicht, dass es da eins geben wird. Ja, so sieht's aus. Noch eine gelbe Flagge da vorne. Scheidet hier noch einer aus. Ja, tatsächlich. Ja, also die Hitze scheint hier nicht gerade jedem Motor gut zu tun. Ja, mal gucken, ob wir jetzt in den letzten Runden noch Nick de Vries irgendwie schnappen können. Wird sehr eng. So, vor der letzten Runde werden wir jetzt auf Nick de Vries aufschließen. Wir können ihn dann hoffentlich auch noch überholen. Hier wird das aber noch nichts, glaube ich. Dann müssen wir es wie Hülkenberg im Sprint gegen uns irgendwie in der letzten Kurve dann beim ja, Fotofinish hinbekommen irgendwie. Oder er wird jetzt hier irgendwo nochmal so wenig Grip haben, dass wir da vorbeikommen. Aber guckt bitte auf die Reifen von uns auch, ne? Also, er ist ja nochmal ein paar Runden länger auf den Reifen. Aber unsere sind jetzt ja auch nicht gerade frisch. Und auch wenn die KI ja scheinbar auch hier einen hohen Reifenabrieb hat, glaube ich schon, dass wir grundsätzlich, man hat es im Sprint gesehen, doch nochmal etwas mehr Probleme damit haben. Deshalb bin ich gespannt,
ob und wie wir es hier noch an Nyck de Vries vorbeischaffen. So, vorne im Ziel ist der Gewinner schon drin. Das ist Carlos Sainz. Und wir fokussieren uns hier nochmal. Ich glaube, Hamilton hat ein Fotofinish mit dem Mercedes. Und wo kommt diese Pace her? Ja, es wird nichts. Der ist uns ja gerade komplett davongezogen. Aber wir werden ihn nicht mehr kriegen. Ne, das kannst du vergessen. Den kriegst du nicht mehr. Ja, 17. Platz. Ist ein Bruch. Ist ein Bruch. 10. im Qualifying. Dann 17. im Sprint, 17. im Rennen. Letzter, abgesehen von den DNFs. Und wir sehen ein Team, das auf dem Siegertreppchen kein Unbekannter ist und erneut den Platz an der Spitze belegt. Ein grandioses Rennen und ein beeindruckender Sieg für Ferrari am heutigen Tag. Ja, dann haken wir das schnell ab hier, das Rennen, gucken aber nochmal auf die Szene, die zur roten Flagge geführt hat, nämlich Albons Dreher, einfach weggedreht und dann Ocon war gerade an Guanyu dran und knallt ihm voll vorne rauf, keine Schuld von irgendeinem Fahrer, wirklich, klar, Albon macht den Fehler, ne, das ist schon ein Fehler von ihm, so, aber Ocon konnte dann da wirklich nichts dafür, weil er sieht ihn einfach zu spät hier. Gut, in der Realität traue ich einem Rennfahrer in der Formel 1 schon zu, da noch vorbeizufahren. Die KI kriegt das halt nicht hin. So gab es eine rote Flagge und das hat uns ja gewissermaßen gerettet, auch wenn es am Ende scheißegal war. Denn parallel hatte ja Nyck de Vries seinen Verbremser und wie in den Niederlanden ist er dann, damals war es Leclerc, der so zurückkam und und Verstappen, der Geschädigte, einfach so komisch auf die Ideallinie zurück, aber durch die rote Flagge war das dann irrelevant. Und am Ende haben wir sowieso keine Punkte geholt, also alles egal. Esteban Ocon, schnellste Rennrunde, aber nicht in den Punkten. Ja, wir profitieren nur von den DNFs, werden am Ende knapp hinter De Vries letzter auf der Strecke. Bitteres Ding, Charles Leclerc trotz Dreher, den könnten wir uns auch gleich nochmal angucken, holt noch einen Punkt. Und vorne gewinnt Carlos Sainz vor Max Verstappen, der ganz knapp nur vor George Russell. Damit Perez auch ein starkes Comeback auf die 4 immerhin. Ja, damit gucken wir auf die Rangliste. Lando Norris ein bisschen runtergefallen von ja, einem sehr guten Startplatz und hat Piastri Punkte geholt. Piastri hat auch Punkte geholt. Naja, 8er, sein stärkstes Ergebnis, holt 4 Punkte. Davor hatte er 2 insgesamt erst. Ja, Leclerc bleibt vorne, aber nur noch 17 Punkte. Carlos Sainz nicht so ganz weit weg. George Russell auch noch Minimalchancen, ebenso wie Perez. Sind ja noch 5 Rennen zu gehen, ne? Nicht vergessen. Ist noch nicht vorbei, die Saison. Für Williams an diesem Wochenende jeweils keine Punkte. Bitteres Ding. Piastri holt einige. Hülkenberg. Hat er auch heute welche geholt? Oder? Ne, der war dieses Mal ohne Punkte. Ja, Nyck de Vries bleibt letzter. Ohne einen einzigen Punkt, das ist die Konstrukteurswertung, auch dort verliert Ferrari etwas und dann gucken wir jetzt nochmal auf den Dreher von Leclerc. Ja, auch das glaube ich eine Sache ohne Fremdeinwirkung, oder? Ne, auch hier einfach zu früh auf dem Gas, dann ist er weg. Kostet ihm heute einige Punkte in der Meisterschaft. In der Rivalität machen wir natürlich absolut überhaupt keine Punkte gut. Ja, Esteban Ocon führt das Ding nach wie vor an. Angekommen geht es als nächstes nach Texas, also wieder eine bekannte Strecke. Und Reglementänderungen wurden mittlerweile vergeben. Vegas ist einfach vorletztes Rennen. Wie krass. Ja, 2. DNF innerhalb von 3 Rennen für Albon. Bitteres Ding, dieses Mal aufgrund vom Crash in Singapur war es ein Motorschaden. Und ansonsten, ja, unser schlechtestes Saison-Ergebnis als Team. Aber okay,
Ist eine einmalige Sache hoffentlich gewesen. Hier übrigens, das hier, die 7, unser neuer Verbrennungsmotor und die 7 auch unser neues Getriebe. Und dann, wie gesagt, wurden Reglementänderungen angekündigt. Und zwar beim Chassis und bei der Strapazierfähigkeit wird ja einiges sich verändern. Und das bedeutet, dass wir als Williams-Team wahrscheinlich jetzt hier die Entwicklung für dieses Jahr einstellen werden und uns vor allem darauf konzentrieren werden, möglichst viele Teile ja, zu sichern, damit Williams im nächsten Jahr auch wieder gut am Start ist. Ob wir dann noch dabei sind, das sei mal dahingestellt, das ist aktuell noch nicht klar. Ich habe so ein paar Gedanken durchaus im Kopf, aber ob wir safe weg sind, das ist noch überhaupt nicht entschieden. Zumindest für mich noch nicht. Es gibt so ein paar Optionen, die ich am Abwägen bin. Aber ja, wir werden in dieser Saison nicht mehr weiter nach vorne entwickeln. Auf jeden Fall nicht im Chassis. Vielleicht kommt in der Aero nochmal ein Upgrade, aber auch eher unwahrscheinlich. Die kosten alle sehr, sehr viel. Und es ist eine sehr gute Saison jetzt schon gewesen. Haben in der Rangliste auch ja, ein paar Punkte Vorsprung noch auf Alfa Romeo. Das würden wir natürlich gerne halten, diesen 7. Platz. Alpine werden wir wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Aber dann ist es, glaube ich, sinnvoller, in die Zukunft für dieses Team zu entwickeln, anstatt jetzt hier, ja, um jetzt hier den 6., 7. oder 8. Platz alles zu geben. So, dann haben wir in den Simulatoren gehen oder Meeting teilnehmen. Die F&E-Abteilung scheint kurz vor einem wichtigen Durchbruch zu stehen und möchte dich dafür schnellstens im Simulator haben. Dann würdest du allerdings ein wichtiges Meeting mit der Aerodynamikabteilung verpassen. Was soll ich antworten? Klingt vielversprechend, sag ihnen, ich bin auf dem Weg im Simulatorraum. Die Abteilung braucht dieses Meeting. Nee, ab in Simulator. Ja, und dann geht's in der nächsten Folge in 2 oder 3 Tagen in den großen Preis der USA. Alpine jetzt hier auch an uns vorbeigezogen in der Performance, aber das ist alles so minimal, das kannst du kaum richtig sehen, wer da jetzt aktuell vorne ist. Ich freue mich auf die USA, das ist auf jeden Fall eine bekannte Strecke. Mal gucken, wie die uns liegen wird. Das hier heute Katar war zum Vergessen. Aber ja, mal gucken, ob da bald nochmal ein Patch kommt, der die Strecke so ein bisschen anpasst, weil ich glaube, das ist wirklich alles noch nicht so ganz ausgereift, aber ist auch okay, weil es ist eine neue Strecke. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim nächsten FIFA-Video wieder und in 2 bis 3 Tagen bei der nächsten Folge der F1-Fahrerkarriere, dann zum 19. Rennen der ersten Saison. Bis dahin, macht es gut und ciao.